Am Mittwoch um kurz nach 16 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 728 in Kirchhundem-Flape ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen stießen ein nicht beladener Langholztransporter und ein Reisebus im Begegnungsverkehr zusammen. Weiter wurde ein hinter dem LKW fahrender PKW in den Unfall verwickelt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs dauern noch an. Nach derzeitigem Stand erlitt eine Person tödliche Verletzungen, weitere drei Personen erlitten Verletzungen unterschiedlichen Grades. Während des Rettungseinsatzes und der Bergung der Unfallfahrzeuge musste die Landstraße im Bereich der Einsatzstelle für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.